Wo sind wir denn jetzt mittlerweile angelangt? Ach du Scheiße. Also ich denke mal nicht, dass der Schlüssel so weit weg zu irgendeinem Schloss gehört. Aber wie kommen wir dahinter? Zoom. And my head feels both heavy at the same time. Was steht denn da in der Map? Wo, in welcher Map? Steht da nicht, was das ist? Klar, steht bei allen dabei. Hier. Das ist noch nicht grün, also irgendwas muss hier noch sein. Der steht hier nicht dabei. Wir hätten hier einen Altstadtmarkt, wir hätten hier Verkauf von Zeugs, aber unser Messerturm ist da nicht dabei. Aber ich würde mal. Nee. Hier eine Markierung setzen. Und wir gucken uns dort nochmal genauer um. Ich glaube, wir haben dort irgendwas übersehen. Stehenden befragen. Is this familiar to you? I'd rather be safe than sorry. I won't talk to you. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich glaube, wenn ich mich. Help me, please. Sorry, Zag. I help you. Oh, I am bored. Call me when May you find I me ask for your assistance? A lady doesn't know about such things. Bei ihr hatte ich eben den Eindruck, dass ich da vielleicht doch eine Chance hätte. Help me, please. What? No, no. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Who is it? Kommen wir irgendwie auf den Turm? Please move along. The police are on their way. Everything's under control. Is it now? The General's own son has fallen out of the tower, and not without help, it seems. I need to inspect the scene, and quickly. The corporal? He ordered me not to let anyone inside without telling him. But now... Wait, are you saying it's a murder? Das hier. Ganz eindeutig. A brief examination of the body was enough for me to conclude that he was murdered by a blade of Ottoman origin. You can't possibly be so certain. Oh, I can be. The corporal suffered deep stab wounds which were inflicted with great force. They were made by a knife meant for cutting, not stabbing. A curved blade, such as an Ottoman jambir or a Gurkha kukri. I haven't seen any Gurkhas on the island, so the conclusion is quite obvious. Amazing. You do seem more than competent. All right, go in. I'll wait here for the police. Bester Mann. Did you see anything suspicious? No, sir, nothing. Corporal Ridley had to attend to some private matters upstairs. No one went in, no one came out. Oh,
But that means the killer is still inside. Okay. Are you sure you want to go in alone? I'm not alone. Noch andere Fälle. I have my friend with me. Your friend? You mean your gun? There's no one at... Never mind, I'll be fine. Ich muss los, Bruder. The killer's gone. Vanished into thin air. Okay, alles schon blutverschmiert hier. Na, der wird doch dort über die Seilwinde wird er abgehauen sein. Presserbrief. Ich weiß über Ihre neueste Affäre Bescheid. Ich erwarte Sie oben im Brückenturm der Altstadt. Kommen Sie allein und bringen Sie 100 Mangier mit. Wenn Sie nicht möchten, dass die falschen Leute von der Sache erfahren. Exactly 100 Mangiers. The killer didn't touch them. So, wir gucken uns aber erstmal weiter um, bevor wir dort hinten die zwei Bobbles untersuchen. This cigarette is still smoldering. Okay, die klimmt noch. Oh Gott, hier haben wir das nächste Bobble. Ich guck mir noch die Seilwinde an. Das ist doch easy, damit abzuhauen. So, na dann kommt mal her, meine Bobberle. Schmutzspuren. Schweiß. You smell the body odor, John. Someone's been hiding in here. Someone sweaty. Unless it's a laundry chest. But then it's a different mystery altogether. The case of the vanishing sweaty pantaloons. Du bist keine Hilfe. Wann ist dritte Bobble? Da. Frisches Blut, vor kurzem zertrümmert. So, aber jetzt wie weiter? Gedankenspiele kriegen wir jetzt gar nicht mehr so wirklich, hä? The edge is covered with blood, but the tip is clean. Nicht jedoch die Spitze. Also heißt das, er muss seinen Mörder auch getroffen haben. This blade is a naval officer's dirk, sharp and well cared for. Papiere? Welche Papiere? Das da unten? Na, da war bloß der Erpresserbrief dabei. Und das Geld, was nicht angerührt wurde.
So, wir haben hier. Sieht schon mal gut aus. Oder er ersticht ihn. Müssen wir sehen, ob wir noch woanders so diese Stichverletzungen haben. Hier ist jemand durch den Tisch gekracht. Mal gucken. So nehme ich das mal an, zumindest von der Bewaffnung her ist es schon mal richtig. Zumindest er hätte auch die richtige Waffe. Der Unbekannte kann nicht den geraden Dolch gehabt haben. Hier hat er den krummen, das ist richtig. Dann machen wir hier noch die Bewaffnung. Dass er... Er hat ihn versucht, hier aus der Truhe kommen zu überrumpeln. Er zieht dort ja schon sein Messer. Es gab ein Handgemenge, wo er ihn dann überrumpelt hat und dann auch so auf ihn einsticht und er fällt runter. Weil er musste ihn ja auch geschnitten haben. Das hatten wir ja, wir hatten ja die Blutspuren gesehen. So würde das momentan erstmal für mich Sinn machen. Ridley was attacked by his blackmailer, but before being pushed out the window, Ridley managed to wound him. The killer must still be bleeding. So, darf ich jetzt hier mal gucken, wo das hinführt? Muss ich jetzt etwa gehen? Scheint so. Der Angreifer versteckte sich in einer leeren Kiste und überrumpelte den arglosen Mark Ridley. Es kam zu einem Kampf. Obwohl der Angreifer dabei verletzt wurde, gelang es ihm, den Corporal zu töten und aus dem Fenster zu stoßen. Anschließend floh er, ohne das erpresste Geld mitzunehmen. Der Mörder muss noch bluten. Das sollen wir auch anpinnen. Ich glaube, da können wir jetzt draußen die Leute befragen. So, what happened? Was there anyone upstairs? No, the killer escaped. We're dealing with a carefully planned assassination. What can you tell me about the deceased? We were from the same unit, stationed together at the barracks by the bridge, but I can't say I knew him well. Maybe someone at the barracks could tell you more. Do you know if the corporal had any enemies? Someone who would want him dead? No, none that I know of. But then again, there's always the Ottomans. They'd want all of us soldiers dead, I reckon. Jetzt ist die Frage. Corporal Ridley.